Hallo, mein Name ist Thorsten Butsch und in diesem Video möchte ich etwas zu Programmiersprachen erzählen. Hintergrund des Ganzen ist, dass ich immer wieder von Schülern gefragt werde, ja, welche Programmiersprache ist die richtige? Welche soll ich denn lernen? Und das sind meistens Schüler, die vielleicht sogar unabhängig vom Informatikunterricht sich gerne da einfach mal, ja, aus Interesse da etwas lernen wollen. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist, das kann man nicht einfach so pauschal beantworten. Lerne einfach die Sprache und gut ist. Sondern ja, die ganze Sache ist halt ein bisschen anders gelagert und das möchte ich hier in diesem Video mal zeigen, indem ich so ein bisschen mal zeige, was sind so die Unterschiede zwischen den Programmiersprachen, in der Hoffnung, da so eine Entscheidungshilfe zu geben. Schauen wir uns als nächstes mal die Programmierparadigma an. Es gibt eigentlich noch mehrere, aber die zwei, sagen wir mal, die einem auch in der Schule begegnen, möchte ich hier mal aufzählen. Das ist einmal die imperative Programmierung. Da steht das Wie im Vordergrund. Das heißt, es gibt Befehle, die einen Lösungsweg beschreiben. Man könnte im Prinzip sich das wie ein Rezept vorstellen. Das heißt, ich habe Anweisungen und bekomme dann sozusagen, wenn ich mich dran halte, an die gewünschte, ja, an das gewünschte Ergebnis. Und da gehören Java, Python und PHP zum Beispiel dazu, also von denen, die man in der Schule so kennenlernt. Und da gibt es die deklarative Programmierung. Da steht das Was im Vordergrund. Das heißt, das Wissen zur Lösung eines Problems wird sozusagen steht da im Vordergrund und in der Oberstufe hat man zum Beispiel Datenbanken und SQL und SQL ist praktisch so eine Sprache, die halt eine deklarative Programmiersprache ist. So, jetzt gucken wir uns mal nochmal so ein bisschen die Unterschiede genauer an. Es gibt einmal Skriptsprachen, das heißt, der Quelltext wird interpretiert. Dazu gehört PHP und JavaScript dazu. Das heißt, ja, es gibt einen sogenannten Interpreter, der dann sozusagen den Befehl sozusagen Schritt für Schritt ausführt. Und ja, es gibt halt Programmiersprachen. Programmiersprachen bedeutet, dass der Quelltext sozusagen in Maschinencode übersetzt wird. Und dieser Maschinencode wird dann ausgeführt. Da gehört zum Beispiel C oder Swift dazu. Java spielt nochmal so ein bisschen eine Sonderrolle. Das heißt, bei Java wird ja, das, was man als Programm geschrieben hat, erstmal so eine Art Bytecode übersetzt, das ist praktisch schon eine Art vorkompiliertes Programm und auf dem Gerät, wo dann letztendlich das Programm ausgeführt wird, da wird es dann final in Maschinencode übersetzt. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass ja das Programm geräteunabhängig ist und nicht auf eine bestimmte Betriebssystem, Plattform, Prozessortyp, ja, sozusagen festgelegt ist. Dann kann man natürlich auch so ein bisschen nach der Popularität einer Programmiersprache gehen. Da gibt es tatsächlich einen offiziellen Index, den man im Internet nachschlagen kann. Ich habe hier mal sozusagen die ersten neun. Und gut, Python steht da ganz oben, Java, JavaScript, C und so weiter. Das oder die Frage ist, wie kommt dieser Index zustande? Das ist eigentlich relativ einfach. Diese Seite analysiert, wie oft bei Google nach diesen Programmiersprachen beziehungsweise nach Tutorials zu diesen Programmiersprachen gesucht worden ist. Und das gibt sozusagen einen Hinweis darauf, wie beliebt die Sprachen sind. Ich würde allerdings bei der Auswahl, welche Sprache ich lernen möchte, jetzt nicht zwangsläufig nach der Beliebtheit gehen wollen, sondern das tatsächlich an anderen Dingen festmachen. Dazu
auf der nächsten Folie. Wenn man mal schaut, wo die Programmiersprachen sozusagen benutzt werden, dann ist es zum Beispiel so, wenn ich etwas machen möchte, was sehr nah an der Hardware dran ist, dann gucke ich mir zum Beispiel den Arduino an und da ist es zum Beispiel C oder MicroPython, was auf dieser hardware-nahen Geschichte verwendet wird. Wenn ich irgendwas machen möchte im Internet, also sprich eine Webseite oder sowas interaktiv gestalten möchte, dann bietet sich irgendeine Skriptsprache an, was weiß ich, PHP, das ist praktisch dann auf der Serverseite, oder JavaScript wäre auch noch eine Idee. Oder wenn ich eine App programmieren möchte, was weiß ich, wenn ich ein Android-Handy habe, dann gucke ich mir Java an. Wenn ich ein Apple-Gerät habe, schaue ich mir Swift an. Das wären zum Beispiel so Ideen, wie man gucken könnte. Aber ich würde es, wie gesagt, daran festmachen, was ich sozusagen, wo die Reise hingehen soll und mir danach die Programmiersprache aussuchen. Naja, auf jeden Fall für Anfänger ist ganz nett eine Organisation, gemeinnützige Organisation, die den Zugang zu Informatik in Schulen ausweiten und fördern möchte. Jeder Schüler in jeder Schule soll die Möglichkeit haben, Informatik zu lernen, sowie genauso wie Biologie, Chemie oder Algebra. Sie organisieren die jährliche Kampagne Hour of Code, mit der sich 10% aller Schülerinnen und Schüler der Welt beschäftigen. Code.org wird von großzügigen Spendern unterstützt, darunter Amazon, Facebook, Google, die Infosys Foundation, Microsoft und vielen weiteren. Diese Unternehmen haben natürlich ein sehr großes Interesse, Nachwuchs zu bekommen und deswegen engagieren die sich da auch so, weil in ganz vielen Schulen auf dieser Welt gibt es noch nicht mal Informatik. Und das Entscheidende ist, die haben sich da sehr, sehr viel Mühe gegeben. Und vor allen Dingen ist es kostenlos, man muss sich noch nicht mal anmelden. Und man hat im Prinzip die Möglichkeit, direkt im Browser zu programmieren und auch das zu lernen. Und als besonderer Gag kann man sich, was weiß ich, vom Erfinder des Internets erklären lassen, wie das Internet funktioniert, weil sehr viele dieser Leute, die sehr wichtige Sachen beigetragen haben, die leben alle noch und die hat man interviewt, natürlich mit deutschem Untertitel, sodass man es auch verstehen kann. Das kann man wirklich sehr empfehlen und da gibt es auch verschiedene Programmiersprachen. Da kann man zum Beispiel Python oder Java lernen. Und da gibt es auch verschiedene Schwierigkeitsgrade. Also das wäre etwas halt, wie gesagt, für Anfänger. Und das funktioniert auf jedem Gerät, weil es halt im Browser läuft. Soweit, so gut. Ich hoffe, ich konnte da eine Hilfe geben, was bei der Entscheidung, welche Programmiersprache man lernt, hilft.